Augstein. So, Blome, Sie alter Urlauber, Sie. Ich sitze seit 24 Stunden hier und warte auf Sie. Da kamen nämlich die allerneuesten Umfrageergebnisse. CDU 4 rauf, SPD 4 runter. Friedrich Merz, tut mir leid, der Parteichef und Fraktionschef, der ist der Richtige. Der wird der Kanzlerkandidat werden. Da können Sie sagen, was Sie wollen. Der wird der Kanzlerkandidat von was? Von Finnland-Fieselschweif vielleicht? Jetzt, wo Sie nicht da sind, habe ich endlich die Macht. Macht, unbegrenzte Macht, so wie es sich gehört. Und jetzt bringe ich Sie mal dahin, wo der neue Bundeskanzler wohnt. Also in die CDU-Zentrale. Also im Moment sieht es so aus, als würde Friedrich Merz das Rennen machen. Er rumpelt sich durch die Öffentlichkeit wie ein kleines Rumpelstilzchen. Neueste Schote war, was hat er gesagt? Jeder Tag Ampel ist eine Bedrohung für Deutschland. Oh, ist das langweilig. Also mag ja sein, Augstein, dass der ab und zu einen raushaut, der vielleicht leicht am Ziel vorbeigeht oder darüber hinaus. Aber das muss halt sein als Oppositionschef. Der muss klare Kante zeigen, um sich nicht zuletzt gegen die AfD abzugrenzen, aber vor allen Dingen, um die Regierung vor sich herzutreiben. So geht das Spiel nun mal. Friedrich Merz wird nicht deutscher Bundeskanzler. Er ist ein Unsympath. Wir hatten noch nie einen Aspiranten auf den Job, der so unsympathisch war wie er. Helmut Kohl, Saumagen, Strickjacke. Deutschland, wie es leibt und lebt zu der Zeit. Angela Merkel, ironisch, bisschen distanziert, geheimnisvoll, im Verhältnis zu Merz, Riesensympathieträgerin. Also wenn Sie aus den beiden eine Parallele ableiten zu Merz, dann doch die, auch der wird falsch eingeschätzt oder unterschätzt und wird es trotzdem am Ende. Ich glaube nicht, dass wir uns in dem Mann irren. Ich glaube, wir haben ein klares Bild von ihm und das eignet sich einfach nicht für diesen Posten. Und ehrlich gesagt hat er keine Vorstellung davon, wie man die CDU gleichzeitig modern halten kann und sie trotzdem irgendwie so sehr absetzen kann von der SPD und den Grünen, dass die Leute denken, ja, die Partei wollen wir wählen. Warum soll jemand CDU wählen mit ihm als Chef? Das ist doch ganz klar. Der Mann, der ist, wie er ist. Und was er erreichen wird, ist die CDU-Anhängerschaft zu mobilisieren. Und darum geht es. Er muss eben die 32-33% Die-Hard-CDU-Wähler-Anhänger mal an die Urne bringen, mobilisieren. Und das macht er mit dem, was er da macht, schon ganz gut. Ihr Kandidat hat sich doch einfach persönlichkeitsmäßig nicht im Griff. Erinnern Sie sich mal daran, wie er die Ukrainer beschimpft hat. Die Ausländer, die alle Paschas sind und sich hier den Zahnersatz machen lassen. Das ist AfD-Talk pur. Er will sich damit profilieren. In Wahrheit macht er sich damit nur lächerlich. Die Leute wollen einen zivilisierten, sympathischen, bürgerlichen Kanzler. Und den kriegen Sie da hinten, wenn wir jetzt hier reinfahren, hier in die Straße. Fahren wir jetzt nach Kiel, wo der Mann wohnt, der glaubt, weil er so eine kleine Koalition im nördlichsten Bundesland zusammengeschraubt hat, Herr Günther, er könne auch das ganze Land regieren, so ein Quatsch. Nein, natürlich ist das angriffslustig und vielleicht auch ein bisschen überschüssig aggressiv, was Friedrich Merz da gelegentlich gemacht hat, aber er hat jedes Mal einen Punkt berührt, über den es zu reden gilt. Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen beim Bund. Da sind wir, denn der neue Kanzler wird heißen Herr Wüst. Da wette ich jetzt schon mit Ihnen und ich steige jetzt aus. Sie sind doch Herr Wüst. Herr Wüst ist das inkarnierte Weiter so. Ich wähle den ja gar nicht, aber ich gratuliere ihm jetzt trotzdem schon mal. Tschüssi, tschüss.